Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 im schönen Frankreich. Ja, ich habe seit der gestrigen Aufnahme ein kleines bisschen weitergemacht. Und zwar habe ich hier das Feld, wo wir gestern gegrubbert haben im Video, habe ich angesät. Da sind ja unsere Zuckerrüben drin. Und das Feld da hinten habe ich gegrubbert. Also, das hier ist gegrubbert. So. Es kam gestern noch was, was ich eigentlich echt geil finde. Was ich aber auch, ja, gut, okay. Es hat seine Vor- und Nachteile. Und zwar kam gestern raus, wie ihr hier sehen, ein bisschen seht, Fahrgasse. Wir haben unsere ersten Fahrgassen hier im 22er gemacht. Oder ich habe das offline mir ja ein bisschen neu angelernt, muss ich sagen. Weil wir haben ja Düngerstreuer, keine 24 Meter Arbeitsbreite mehr. Spritze, die wir haben, ist auch ein bisschen groß. Die kleinste Arbeitsbreite ist 27. 27 kann der Streuer aber auch nicht. Ne? 27 ist auch wieder ein bisschen doof, durch 6 zu rechnen. So, habe ich geguckt. Nächst größere von der Spritze ist 30. 30 kann ihr Düngerstreuer da hinten auch machen. Sind wir auf 30 Meter Arbeitsbreite gegangen. Durch 6 ist 5. Also jede fünfte Spur eine Fahrgasse. Ne? Sag schnell, hier, beim Vorgewinde ist das natürlich auch ein bisschen anders dann wieder. Aber das ist nicht ganz so schlimm, ne? So, Fahrgasse haben wir hier. Fahrgasse ist da. Macht wieder mehr Spaß. Fahrgasse kann ich jetzt an jede Maschine nehmen. Fahrgasse liegt hier. Das ist der Monitor. Das ist der Monitor, den können wir uns vorne oder hinten ankuppeln. Dann haben wir den Trecker drinne und dann können wir den an jede Seemaschine ranhängen. Das ist ja schon mal ein geiler Vorteil, weil im 19er gab es ja nur extra Seemaschinen. Da gab es ja, glaube ich, nur 3, 4 bei der Einzelkorn und 3, 4 bei der normalen Seemaschine. Jetzt können wir das überall ran machen. Das ist schon mal geil. Nachteil ist, man sieht es immer. Also da sind dann so drei Striche hinter dem Trecker. Ist einmal, der eine Strich ist für die Mitte des Fahrzeuges und die anderen beiden Strichen sind für die Fahrbreite der Spur halt, ne? Das ist ein bisschen doof, weil wie gesagt, da sieht man das. Alles denn. Oder halt die Spur halt immer, ne? Aber wir werden damit noch kommen, wenn wir dann unsere Mais ansehen. Da werden wir dann auch mit Fahrgasse arbeiten. Und dann gehen wir darauf mal richtig ein. Ich denke mal, das wird im ja, nächsten Video werden, denke ich mal wahrscheinlich. Also, ja, denke ich mal im nächsten Video. Jetzt weiß ich nicht, was passiert, wenn wir da jetzt walzen rüber? Wahrscheinlich sind die Fahrgassen dann wieder weg. Das müssten wir jetzt mal ausprobieren dann. Aber das will ich eher offline machen. Nicht mit euch zusammen. Das ist so nämlich so eine Spielerei, was ich immer gerne offline ausprobiere. Wie gesagt, genau das wie mit den Fahrgassen eben. Oder überhaupt da das erste Mal Fahrgassen wieder. So, wir werden jetzt einen Auftrag machen. Oder ich habe zwei Aufträge angenommen. Einmal hier auf der 32. Ja, und einmal auf der 22. Beides mal Baumwolle ansehen. Gibt einmal 11 und einmal 8000 Euro.
Das werden wir jetzt mal machen. Falsches Ding ausgewählt. Weil wir haben jetzt gerade nicht mehr so viel zu tun. Wie gesagt, das mit dem Walzen, das werde ich offline mal ausprobieren. Wie das funktioniert, wie gesagt, wahrscheinlich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann die Fahrgassen wieder weg sind. Also das heißt, ich müsste im Vorfeld walzen. Aber ob das im Vorfeld geht, ist wieder eine andere Sache. Ansonsten müssten wir das Walzen weglassen halt, ne? Ist auch wieder so eine Sache, ne? Lassen wir das Walzen weg oder nicht? Sind halt 5% Ertragssteigerung nochmal, ne? Die wir dann kriegen. Ich weiß nicht, ich muss mal, wie gesagt, ich werde das mal ausprobieren. Weil wenn die Fahrgassen dann verschwinden beim Walzen, dann müssen wir, wie gesagt, entweder weglassen, die Fahrgassen will ich nicht unbedingt weglassen, aber das Walzen wahrscheinlich. Mal schauen, ne? Vorfeldwalzen, aber ich glaube, dann bringt sich das nichts aus, ne? Ich bin da jetzt auch nicht ganz so. Ich glaube, irgendwo hatte ich das schon mal gemacht. Da habe ich im Vorfeld gewalzt, dann habe ich angesehen und dann musste ich nochmal walzen. Das ist ja doof. Wie gesagt, das einzige oder das Gute daran ist, wir können die Fahrgasse an jeder Seemaschine ranmachen, ne? Sozusagen. Wir machen die zwar nur am Trecker ran, aber es funktioniert bei jeder Seemaschine. Wobei in der Beschreibung steht, bei gezogenen Seemaschinen, also bei der Pöttinger, so wie wir die haben, da soll das nicht ganz so gut funktionieren, zumindest nicht, wenn man in der Kurve fährt oder so. Also, ne, wenn wir jetzt hier am Ende eine Kurve reinfahren würden, da soll das wohl nicht ganz so gut funktionieren, aber vielleicht kommt da nochmal ein Update. Ne? Das war für mich auch ein bisschen verwirrend zuerst bei dem ersten Mal mit der Fahrgasse. Da fand ich das im 19er besser, wo du denn diese Teller, so wie beim Spurenreißer hattest, den du dann hoch und runter machen konntest. Da sah es wenigstens aus, als wenn das da zur Seemaschine dazugehörte, ne? Aber wir müssen mal gucken. Wie gesagt, wenn wir den Mais ansehen, werden wir mal gucken, dass wir das denn zusammen machen. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nochmal wieder einstellen muss. Weil bei mir im Trecker hing das nämlich hier oben dran, ne? Das ist ja so ein bisschen da oben. Ich weiß nicht, ob ich das noch wieder einstellen muss dann. Wenn ja, dann machen wir das, können wir das gerne mal zusammen machen. Ja, das ist immer noch so ein kleines. Ja, da muss man sich halt erstmal wieder reinfinden, ne?
Ich glaube, der hat auch einen Zähler drin, irgendwie fahrgastmäßig könnte man noch machen, aber ja, muss man gucken. Ja, wie gesagt, das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir dann den Mais ansehen. Ich werde hier ordentlich was an Saatgut verbrauchen jetzt, da der Dings nicht ganz so groß ist und ja. Naja, was soll's. Kann man nichts bei ändern, ne? Ist nun mal so einmal heute oder für den Auftrag halt so. Deswegen finde ich schade, dass die Streuer oder die Düngerstreuer keine 24 Meter Arbeitsbreite mehr haben. Ich glaube 30, dann weiß ich gar nicht, was die so haben. Ich weiß auf jeden Fall 30, 28, 21 oder sowas. Irgendwie so. 18 irgendwie. Keine Ahnung, das ist echt ganz doof. Das war am 19 auf jeden Fall besser. Mit 24 Meter Arbeitsbreite hat sich schön arbeiten lassen. Machen wir halt so standardmäßig 30 Meter Arbeitsbreite, wenn es nicht anders geht, ne? Oder wir überlappen halt ein bisschen mit dem Düngerstreuer. Das wäre nun auch nicht so das Problem. Müsste ich noch mal gucken, wenn man den einstellt, was wir da alles so noch haben. Ich weiß auf jeden Fall 18 und 14, glaube ich. 14 war das kleinste und 42 das größte. Arbeitsbreitmäßig beim Streuer. Ja, wie gesagt, müssen wir mal schauen, was sich das noch bringt. Wie gesagt, nur, ich denke mal, da werden wahrscheinlich noch ein paar Updates kommen. Wir müssen uns damit ja auch erstmal wieder vertraut machen, so ein bisschen. Und ich denke mal, nach den ersten zwei, drei Malen, dann wird es nachher auf jeden Fall klappen. Auf jeden Fall haben wir dann schon mal einmal, zweimal Fahrgäste dabei. Das ist schon nicht so schlecht. So, gut, das reicht. Aber kommen wir auf jeden Fall bis unten noch hin. Dann werden wir mal einmal auffüllen das Ganze. Einmal auffüllen das Ganze. Bitte. So, wir sind dann aber auch am Ende angekommen für heute. Ich werde jetzt noch hier Aufträge fertig machen, sage ich mal. Und dann würden wir uns in der nächsten Folge, denke ich mal, bei der Maisansaat sehen oder Aussaat sehen. Ja. Und dann natürlich das erste Mal mit Fahrgassen, ne? Im Video auf jeden Fall. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da.
Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.